Richtiger Umgang mit Heilungen und Wundern. Als ich den Titel so aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, das ist wirklich keine Predigt unbedingt, die man in einer FEG erwarten würde. Das passt eher zu, ich sag mal, anderen Gemeindeschattierungen, könnte man meinen. Das stimmt nicht ganz, wenn man eine Predigtreihe durch die Apostelgeschichte macht. Wir haben ja letzte Mal bei der Predigt schon gesehen, da passieren viele Sachen, wo für uns heute wie ungewöhnlich sind. Man kann aber das Prinzip da wirklich ableiten, da wo der Heilige Geist kommt, und zwar so richtig, wo Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist, wo Gaben ausgelebt werden können, weil da die Geistfülle da ist, da passieren Sachen, die sind einfach wunderbar. Das sind Wunder. Und wenn man mit der Kraft vom Heiligen Geist rechnet, und ich möchte wieder ganz neu damit rechnen, und ich möchte uns auch als Gemeinde ermutigen, da wieder ganz neu mit zu rechnen, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie wollen wir denn damit umgehen, wenn das passiert. Und heute ist das dritte und vierte Kapitel dran von der Apostelgeschichte. Und ja, ich finde, dieser Titel, der passt einfach ganz wunderbar dazu, weil da können wir sehen, wenn Zeichen und Wunder passieren, wie wollen wir damit umgehen? Wenn ihr Lust habt, dürft ihr schon mal aufschlagen in die Apostelgeschichte. Kapitel 3 wollen wir starten, haben wir uns letzte Woche auch schon angeguckt. Kapitel 3 und anfangen möchte ich, oder ihr seht es auch vom Text, es geht hier in dem Text um, ganz doll auch um Heilung erstmal und auch um die Gabe der Heilung. Und da möchte ich gerne ein paar Minuten darauf verwenden, darüber Gedanken zu machen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr lesen. Wo habe ich denn meinen Beamer gelassen? Da ist er. Ach. Sonst könnt ihr ja gar nicht mitlesen. So, ich habe euch den Text natürlich auch mitgebracht. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist. Die Gabe der Heilung ist kein Glücksspiel. Und ich möchte noch mal ein paar Sachen lesen hier aus diesem Text. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickten ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprachen: Sieh uns an. Er beachtete auf sie und dachte, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen und lief umher, trat mit ihnen in den Tempel, sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Ich habe letzten Dienstag jemanden im Büro gehabt, einen Freund von mir, der wusste nicht, worüber ich heute predige. Und wir haben Kaffee zusammen getrunken. Und er ließ so ein bisschen seinen Frust ab, möchte ich mal sagen. Der Mann, der ist in der christlich-Schweizer Szene gut versiert. Der kennt viele Christen aus unterschiedlichen Gemeinden. Und er sagte so: Weißt du, Marlon, ich finde es wirklich nicht gut, dass immer so viel geredet wird über Wunder und über Heilungen, aber dann schlussendlich so wenig passiert. Vieles, was so erzählt wird, und der Mann, der kennt wirklich viele Leute, auch in Thun. Vieles, was so erzählt wird, das klingt immer so toll, und wenn man hinter die Kulissen schaut, dann ist das gar nicht. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, die ist Jahre her. Ich habe ihm gesagt, ich erzähle das heute. Ist viele Jahre her. Das waren zwei relativ bekannte Prediger, die auch sagten, sie haben die Gabe der Heilung. Und die haben ihn mitgenommen ins Ausland, haben da Krankenhäuser besucht, um für Kranke zu beten.
Und er sagte, da ist nichts passiert oder kaum was passiert. Die haben gebetet, aber da hätte Gott wirklich heilen müssen, hat er aber nicht. Und das fast traurig Witzige war dann, dass einer dieser Heiler gesagt hat bei seinem letzten Tag, wisst ihr was, wir gehen jetzt zurück in die Schweiz, sammeln da Geld und lassen euch in die Schweiz fliegen, dass ihr hier operiert werden könnt. Und ich habe das gehört und musste schmunzeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite fand ich das total traurig. Und ich muss sagen, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich habe ja schon oft erzählt, ich bin die ersten Jahre, als ich so Nachfolger Jesu geworden bin, viel so mit Christen unterwegs gewesen, wo auch Wunder und Heilungen eine total wichtige Rolle spielten. Und was haben wir da gebetet? Was haben wir da gesagt? Proklamiert? Was sind wir mit unseren Obdachlosen und Drogensüchtigen zu vielen Heilern gegangen aus der christlichen Szene? Und was ist schlussendlich weniges nur passiert? Ich möchte, dass ihr mich richtig versteht. Die Einleitung ist ja ein bisschen depressiv jetzt. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass ich nicht glaube, dass Gott heute noch heilt. Überhaupt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott derselbe ist, so wie wir das hier auch jetzt im Text lesen können, dass Gott das kann. Ich habe das erlebt, zigmal. Wir waren mit unserem Team auf der Straße. Wir hatten eine Praktikantin dabei. Ich war noch jung, ich war 22. Ich habe die Geschichte auch schon erzählt. Das war für mich sehr eindrücklich. Diese Praktikantin, die kam morgens in diese Gebetszeit rein, hatte geschwollene Augen, ein aufgedunsenes Gesicht und völliger allergischer Schock. Keiner weiß genau wieso, sie selber auch nicht. Sie sagte, sie kann nicht dabei bleiben. Und dann sagte unser Leiter, komm, wir beten jetzt für dich. Und dann haben wir als Team gebetet und gerungen im Gebet und haben die Augen aufgemacht. Und die wäre wirklich völlig verändert. Die Augen waren abgeschwollen, das Gesicht war nicht mehr rot, die Nase lief nicht mehr. Das war schon cool. Ja. Oder eine andere Geschichte, bin ich eines Nachts aufgewacht, da habe ich noch zu Hause gewohnt und meine Mutter hat irgendwie geweint oder gejammert im Bett, so in ihrem Schlafzimmer und ich bin dann rübergegangen, habe gesagt, Mama, was ist los? Und die hatte irgendwie wahnsinnige Rückenschmerzen. Also sie konnte sich nicht mehr bewegen im Bett und ich war gerade so auch unterwegs, wie ich euch das gerade beschrieben habe und habe einfach für sie gebetet, ihr so die Hand auf den Rücken gelegt und als wir aufgehört hatten zu beten, sagte sie, wow, mir geht's gut. Gott kann heilen, aber, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, der erste, wo ich Interesse hätte, dass ihr den wie mitnehmt nach Hause, es gibt einen Unterschied, ich habe euch das auch aufgeschrieben, es gibt einen Unterschied zwischen der Macht Gottes, Menschen gesund zu machen und der Gabe der Heilung. Das ist mir ganz wichtig, weil viele Christen, denen ich so begegne, die trennen das wie nicht. Ja, es ist wichtig, dass die Bibel das trennt. Wenn Gott Menschen die Gabe der Heilung gibt, dann ist es was anderes als seine Macht und seine Möglichkeit zu heilen. Gott kann immer heilen, aber wenn er Menschen die Gabe gibt, es zu tun, dann sieht es immer so aus, wie wir das hier in unserem Text heute Morgen haben. Meine Petrus und Johannes, da bin ich überzeugt von, die hatten die Heilungsgabe. Und was passiert? Die entschließen sich für diesen Mann zu beten und der Text sagt, sofort wurden seine Füße, seine Knöchel fest, der sprang auf, der konnte stehen und alle, die dabei waren, haben das erlebt, konnten das bezeugen. Das ist ganz typisch für Geistesgaben. Und wenn heute jemand sagt, ich hab die Gabe der Heilung bekommen, dann würde ich das erstmal glauben. Weil von der Bibel her spricht, ich habe euch das letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, nichts dagegen daran zu glauben. Aber wenn jemand sagt, ich habe die Gabe der Heilung, dann schaut es so aus, wenn der heilt. Ich habe nachgeschaut bei Jesus, bei Petrus, bei Johannes, bei Paulus. Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, die Gabe der Heilung, wenn ich das habe, dann passiert da wirklich was. Das geschieht sofort aufs Gebet hin. Das ist nachprüfbar für alle. Und das bleibt dann auch eine Zeit lang.
Ja. Ich habe lange die Geistesgaben studiert und ich bin zu der Überzeugung gekommen, Geistesgaben ist etwas Übernatürliches, was Gott euch als Christen gegeben hat. Wenn ihr die Gabe der Barmherzigkeit bekommen habt, dann habt ihr Barmherzigkeit in euch. Dann habt ihr das immer in euch. Ihr könnt es ein Stück weit dämpfen. Wenn ihr gerade nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs seid, ist es nicht so stark. Aber ihr habt es, das funktioniert. Wenn ihr die Gabe der Lehre habt, dann habt ihr diese Vollmacht zu lehren. Wenn ihr die Gabe der Prophetie habt, dann hört ihr die Stimme Gottes. Und so kann man das für alle Geistesgaben aufschlüsseln, auch für die Gabe der Heilung. Es gibt kein Beispiel in der Bibel, wo Leute diese Gabe hatten und es dann nicht funktioniert hat. Ich denke, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Ich habe einen Freund gehabt, oder den habe ich immer noch, wir haben uns nur aus den Augen verloren. Auch damals in meiner Zeit in Essen, wo ich da einige Jahre in dieser Drogenarbeit war, der hat wirklich so das Gefühl gehabt, ich könnte diese Gabe der Heilung haben. Aber der war auch ein gesunder Theologe. Der hat nämlich gedacht, wenn ich die habe, dann funktioniert das auch. Und dann hat er sich wie so eine Testphase eingeräumt. Ich durfte den begleiten dabei. Ich fand das total spannend. Der sagte, ich probiere das jetzt mal aus. Und unter anderem ist er auch dann zu einer Frau gekommen, wo ich auch dabei war. Wir waren da zum Kaffee eingeladen und die Frau sagte dann, sie hat so Probleme. Und dann sagte er, ich möchte gerne für dich beten. Und hat er ihr so die Hände aufgelegt, so wie man das so erwartet. Hat dann für sie gebetet und ist nichts passiert. Also so schon mal gar nicht, aber auch danach nicht. Und der hat dann wirklich für sich die Konsequenz gezogen und gesagt, du, ich habe diese Gabe nicht. Ich habe ein paar andere Gaben, aber die Heilungsgabe habe ich nicht. Ich habe euch das mal aufgeschrieben, was ich glaube. Die Gabe der Heilung zu haben bedeutet, dass Gott einem Christen die Macht gibt zu heilen. Das hört sich jetzt erstmal wie hochgestochen an, aber das gilt für alle Geistesgaben so. Wichtig ist das, was ich da drunter geschrieben habe. Wer diese Gabe nicht hat, und ich habe sie zum Beispiel nicht, der kann natürlich auch bitten, dass Gott in seiner Macht Menschen gesund macht. Da ist aber nicht diese Verheißung dran geknüpft, dass das dann auch passiert. Ja. Da habe ich dann geschrieben, ob Gott unsere Wünsche erfüllt, auch die Wünsche des Gesundmachens, das liegt in seinem Ermessen. Und ich hoffe, ihr versteht ein Stück weit, das ist der erste Punkt. Gabe der Heilung ist kein Glücksspiel. Die Apostel, die haben nicht im Dunkeln gestochen und gesagt, hoffentlich funktioniert es jetzt. Der Petrus hat gesagt, im Namen Jesu steh auf und geh. Und der ist aufgestanden und gegangen. Und das ist der Anspruch, den wir einfach auch haben können, wenn es um diese Gaben geht. Noch einen zweiten Punkt, auch zur Gabe der Heilung, dann werde ich gleich noch ein bisschen überschwenken zu dem Thema Wunder. Das ist mir auch wichtig. Das ist jetzt weniger in dem Text in der Apostelgeschichte klar, aber das wird für mich in der Bibel klar. Ich habe das mal so genannt. Wer die Gabe der Heilung hat, und damit werden wir ja heute viel konfrontiert auch, wer die Gabe der Heilung hat, der muss auch erkennen, wenn Gott nicht heilen möchte. Und das habe ich so über die letzten Jahre, auch wo ich so die Szene auch selber erlebt habe, gedacht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch hilft, es zu verstehen. Die meisten der Leute, die ich jetzt auch persönlich kenne, die ganz in dieser Heilungsbewegung drin sind, die haben die Philosophie, Gott will immer heilen. Gott will immer gesund machen. Ich denke aber nicht, dass die Bibel das sagt, an keiner Stelle. Ich habe da eine ganze Predigt drüber gehalten mit dem Thema, warum Gott nicht immer sofort heilen möchte. Ja, ich habe euch zwei kurze Beispiele mitgebracht, wo ich das so dran festmachen möchte. Das eine ist sogar aus unserem Text aus der Apostelgeschichte. Das ist der letzte Vers in der Apostelgeschichte, wo es um diese Geschichte von dem Bettler geht. Das ist der Vers 22 aus Apostelgeschichte 4. Da sagt der Lukas einen Satz, den man leicht überlesen könnte, aber der ist gar nicht so unwichtig. Das ist nämlich so, als Abschluss schreibt er, der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war 40 Jahre alt.
Jetzt könnte man denken, ja, was ist daran spannend? Spannend daran ist, dass dieser Mensch, der hat ja an der Tempelpforte gesessen, als Petrus und Johannes da lang kamen. Dieser Mensch hat da auch schon gesessen, als Jesus da vorbeikam. Und vielleicht wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Jesus hat einfach total viele Leute geheilt, das wisst ihr. In Jerusalem, um Jerusalem herum, in ganz Israel. Und wenn man hier mal ein Stück stehen bleibt, könnte man sich ja fragen, wieso hat Jesus denn nicht auch den Mann an der Tempelpforte geheilt? Der hat da auch schon 3 Jahre vorher gesessen. Wieso den nicht? Wieso viele andere, aber den nicht? Die erste Antwort, die einem kommt, ist, Jesus wollte diesen Mann oder konnte diesen Mann nicht heilen, weil der Plan Gottes etwas ganz anderes für den vorsah. Wir wissen jetzt, was der Plan Gottes vorsah. Nämlich Petrus und Johannes sollten den heilen. Ich denke, es gibt Gründe, wieso Gott einen Menschen nicht gesund machen möchte. Ich habe euch jetzt eine sehr krasse Stelle noch mitgebracht aus dem Buch Jeremia. Ich möchte das lesen mit euch hier. Jeremia Kapitel 7 erst. Der sagt, also der Jeremia ist da in so einer ganz spannenden Situation. Der möchte nämlich, dass Gott sein Volk Israel rettet. Der möchte um Heilung beten, um Erfüllung beten. Und jetzt sagt Gott ihm, du Jeremia sollst für dieses Volk keine Fürbitte einlegen. Weder flehen, noch beten, noch in mich dringen, denn ich werde dich keineswegs erhören. Und wollte euch nicht alle Stellen zeigen. Es gibt jetzt ganz viele nachfolgende Bibelstellen im Jeremia, wo der Prophet immer wieder kommt und sagt, Herr, tu was. Und immer sagt Gott das. Auch hier in Kapitel, ja, ich habe euch aufgeschrieben, 14. In Vers 14. Und der Herr sprach zu mir, du sollst für dieses Volk nicht beten, dass es ihm gut geht. Das sind nur auszugsweise einige Stellen. Und wisst ihr, zu sagen, Gott will immer heilen, immer helfen, stimmt einfach nicht. Der Plan Gottes geht ganz präzise vor. Es gibt da irgendwie eine Richtung, die Gott einschlägt. Und manche Leute möchte er heilen und manche nicht. Und wenn ich die Gabe der Heilung habe, dann muss ich doch bitteschön wissen, für wen ich beten soll und darf und für wen nicht. Ich habe euch wieder so einen Merksatz aufgeschrieben. Ich bin total davon überzeugt, dass wir daran glauben dürfen, dass es auch heute noch Menschen gibt mit diesen übernatürlichen Gaben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehne mich total danach, dass wir auch hier in der Gemeinde sowas haben dürfen. Ich glaube aber auch, dass es viel weniger Menschen mit dieser Gabe gibt, als gemeinhin gesagt wird. Und wenn es darum geht, dass wir uns heute von der Bibel her auch Gedanken machen wollen, wie wollen wir mit diesen übernatürlichen Sachen umgehen, dann gehört das auch dazu, dass wir das wie wissen und prüfen können. Ich denke, die Realität, die wir um uns haben, bestätigt das auch ein bisschen. Sehnen dürfen wir uns danach, aber wir dürfen nicht die Augen zumachen und aufhören zu prüfen. Die Bibel, denke ich, sagt relativ klar, wie wir erkennen können, ob jemand die Gabe der Heilung hat. Ich möchte jetzt zügiger vorangehen. Mir war das wichtig, weil mir werden immer wieder die Fragen gestellt, was ist mit der Gabe der Heilung? Und das ist jetzt mal so eine kurze Einführung gewesen. Den dritten Punkt, den ich euch aus dem Text gerne klar machen möchte, den habe ich mal genannt, Wunder dürfen nicht zum Menschenkult führen. Übernatürliche Ereignisse nicht zum Menschenkult führen, sondern die sollen auf Jesus hinweisen. Klingt jetzt erstmal lapidar, ist aber gar nicht so lapidar. Ich lese euch mal ein paar Verse vor hier aus dieser Geschichte. Vers 11 bis 16 erstmal. Da sich aber der Geheilte zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Erstaunen bei ihnen zusammen und bewunderte das. Ist ja auch klar, da ist echt was passiert. Ja. Und jetzt geht es aber weiter. Als Petrus das sah, dass da die Menschenmasse zusammenlief und völlig fasziniert war, wandte er sich an das Volk und sagt, ihr Männer
von Israel? Weshalb verwundert ihr euch über das alles, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser hier umhergeht? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat das gemacht. Der hat seinen Sohn Jesus verherrlicht. Und dann dieser steile, wunderbare Satz in Kapitel 4, Vers 12, wo er dann sagt, in keinem anderen als in Jesus ist das Heil. Denn es ist in keinem anderen Namen unter dem Himmel die Kraft, Menschen zu retten. Keinem anderen Namen als Jesus. Leider ist es so, oder natürlicherweise ist es so, dass wenn irgendwas passiert, was Menschen nicht erklären können, dann rücken immer direkt die Menschen, durch die Gott das wirkt, in den Mittelpunkt. Das ist ja wie normal. Ja, wir sehen Gott nicht, wir sehen nur seine Diener und die rücken dann in den Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn wir prüfen wollen, ob was echt ist oder nicht, dann müssen wir uns anschauen, was machen denn die Leute, die Gott da jetzt gerade mächtig gebraucht, mit dieser Macht, die sie da bekommen, mit dieser Vollmacht. Ich glaube, wenn das passiert, was hier der Petrus macht, dass der von sich wegweist und sagt, hey, das bin nicht ich. Ich weiß selber gerade nicht, wie mir geschieht. Das passiert durch den Namen Jesus. Der dann zur Buße aufruft auch, wie das hier auch im Text dann weiter geschieht. Und sich nicht die Ehre selber gibt. Ich glaube, dann können wir den nächsten Schritt gehen und sagen, hey, ist es vielleicht wirklich vom Heiligen Geist, was hier passiert? Umgekehrt gilt auch, ich habe mir das extra aufgeschrieben, für uns, aber auch für mich. Wenn Gott hier anfangen sollte, Wunder zu tun, und ich bete darum, wenn Gott anfangen sollte, hier mit Kraft vom Heiligen Geist zu wirken, auf eine Art, die vielleicht manchmal komisch wirken kann, dann müssen auch wir aufpassen, dass wir uns da nicht auf die Schulter klopfen und sagen, boah, jetzt haben wir es doch richtig gemacht. Der Heilige Geist möchte, wenn er durch uns wirkt, dass wir uns dann immer kleiner machen und auf Jesus zeigen. Weil in seinem Namen ist die Kraft und nicht in unserem Programm und nicht, weil wir unsere Gaben so toll entdeckt haben. Der nächste Punkt, der vierte, den ich auch hier in der Apostelgeschichte gefunden habe, ist Wunder Gottes, wenn er denn Wunder tut, werden durch den Heiligen Geist immer bestätigt. Habe ich da auch eine interessante Passage gefunden, möchte ich euch vorlesen. Nachdem Petrus und Johannes da im Tempel nochmal eine mächtige Predigt gehalten haben, kamen dann die Pharisäer, also die Gesetzeslehrer der Zeit, die theologischen Wächter, haben die erstmal einkassiert und haben die mitgenommen in ihren Hohen Rat und sie da zur Rede gestellt. Und da passiert jetzt was ganz Spannendes. Da sagt der Text, und die Pharisäer, sie stellten sie in ihre Mitte und fragten, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, und dann weist er auf Jesus hin. Und dann geht es weiter in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit, könnte auch übersetzen, die Vollmündigkeit, die Autorität, die Vollmacht von Petrus und Johannes bemerkten und erfuhren, dass das eigentlich ungelernte Leute waren, da verwunderten sie sich und sie begriffen, erkannten, dass er mit Jesus gewesen war. Mir geht es darum, dass der Heilige Geist sich hier auch in den Nachsituationen zu Petrus und Johannes gestellt hat. Und zwar auf eine Art, dass die Menschen das mitgekriegt haben. Gerade auch hier die geistlichen Leiter, die Pharisäer. Denen waren klar, das, was hier jetzt gerade passiert, dass die so vollmächtig da reden mit uns, das ist übernatürlich. Da wirkt eine andere Macht in denen. Ich hatte vor 2 Wochen Besuch, nicht von der gleichen Person, von der ich eingangs erzählt habe, von 2 ganz speziellen Gästen, die hätte ich eingeladen zu mir. Das sind 2 Leute, die hier in Thun
sehr stark in der Heilungsbewegung unterwegs sind. Ich weiß auch nicht, wieso ich damit gerade so konfrontiert werde. Das ist gekommen aus einer Situation in der Allianz, wo ich ein bisschen kritisch hinterfragt habe. Und genau, wir sind dann zusammengekommen, um uns einfach mal auszutauschen. Ich habe halt gesagt, ich habe das ein oder andere theologische Bedenken gegen das, was ihr hier so versucht zu machen. Und die sind dann zu mir ins Büro gekommen und wir haben Kaffee getrunken und versucht, uns zu spüren. Und da ist was ganz Spannendes passiert. Ich finde immer noch vieles komisch, was die machen. Ich kann immer noch nicht alles biblisch, das ist für mich ja noch wichtig als Theologe, ja, ich kann immer noch nicht alles biblisch einordnen, was die da in ihren, ich will nicht zu viel sagen, in ihren Etablissements machen. Aber wisst ihr was? Ich habe gespürt, dass in denen der gleiche Geist wirkt wie in mir. Und das wäre für mich eine coole Erfahrung. Und umgekehrt haben die das auch gespürt. Also, ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen rüberbringen. Inhaltlich waren wir uns uneins. Aber sie als Menschen fand ich großartig. Und wir haben uns nachher richtig, ihr wisst, ich bin nicht so der körperliche Typ. So mit Küsschen hier und umarmen ist nicht so mein Ding. Die habe ich nachher umarmt. Wir haben gebetet zusammen. Ich habe sie jetzt am Freitag noch auf eine Sitzung, auch im anderen Rahmen, wieder gesehen. Wir sind uns regelrecht um den Arm gefallen. Dabei machen die Zeugs, was ich gar nicht so toll finde. Aber da wirkt der Geist Gottes drin. Und wer bin ich, dass ich das alles hinterfrage, nur weil ich das mit meinem Theologenverstand nicht alles verorten kann? Spürt ihr, was ich meine? Ich glaube, dass wir als reife Christen diesen vierten Punkt einfach wie ernst nehmen müssen. Wunder Gottes, wenn Gott am Wirken ist, ist auch sein Heiliger Geist da. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, und davon gehe ich aus, dann müssten wir wie spüren, ob der Geist Gottes da wirkt oder nicht, auch wenn wir nicht alles verstehen können. Das ist eigentlich das, was mir jetzt hier wichtig geworden ist. Und selbst die Pharisäer haben gemerkt, und die hatten den Geist Gottes tendenziell eher nicht so stark. Da wirkt was, oh. Um wie viel mehr ihr, die ihr den Heiligen Geist Gottes habt. Ich habe noch einen letzten Punkt. Umgang, richtiger Umgang mit Heilungen und Wundern. Das ist ein wichtiger Punkt auch. Das wird auch hier im Text gleich deutlich. Wunder Gottes reichen nicht aus, um Menschen von Jesus zu überzeugen. Und ich sage das ganz bewusst deshalb, weil wir doch in einer Zeit leben, wo das häufig gesagt wird, auch in Hauskreisen, auch im persönlichen Gespräch, wenn Gott mehr wirken würde, dann. Ich möchte euch hier aus Kapitel 4 von der Apostelgeschichte noch ein paar Verse vorlesen. Das ist dann schon fast am Ende der Geschichte auch. Petrus und Johannes stehen immer noch vor dem Hohen Rat. Und jetzt ziehen diese Pharisäer, diese Richter sich ein bisschen zurück und besprechen miteinander. Da ist dann diese Szene. Da sie aber den Menschen bei ihnen sahen, das ist jetzt der Geheilte bei Petrus und Johannes, der war so mit in diesem Hohen Rat. Da sie aber diesen Gelähmten bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Er stand ja da, der war ja da geheilt. Ja, und jetzt geht es noch weiter. Da befahlen sie ihn, aus dem Hohen Rat, aus dem theologischen Gerichtssaal herauszugehen und beratschlagten. Und jetzt passt auf, was die sagen. Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist ja allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und auch wir können das nicht leugnen. Aber damit sich das nicht weiter verbreitet, wollen wir ihn ernstlich drohen. Ich war vor einigen Jahren für viele Monate in Amerika, habe da studiert, habe da in Gemeinden mitgearbeitet. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte das große Glück auf so einer Retreat, haben die das genannt, ein Jugendretreat.
mit so einer Jugendgruppe mitzufahren. Es war sowas wie ein Sola für etwas größere Kinder. Und ich war auch in so einer Kleingruppe mit dabei und wir haben irgendwas gelesen, ich weiß gar nicht was. Es ging da auch um ein Wunder, was Jesus gemacht hat. Und einer der Jugendlichen sagte dann, so ein Mist, dass Gott das heute nicht mehr macht. Wenn Gott heute noch solche Wunder machen würde, dann würden sich all meine Freunde bekehren. Und ich habe ihm damals diese Stelle gezeigt. Also ich war ja verantwortlich, da jetzt eine Antwort drauf zu geben. Und wir sind damals in die Bibel gegangen, haben die Stelle gezeigt, um ihm einfach auch zu zeigen, du, ich sehne mich da auch nach. Und desto älter ich werde, desto mehr sehne ich mich danach, das zu erleben. Aber wenn wir uns danach sehnen, weil wir glauben, dass sich dann die Menschen bekehren werden oder dass alle bei uns in der Gemeinde Halleluja schreien, dann könnten wir daneben liegen. Ich finde es so dramatisch traurig eigentlich, dass diese Pharisäer da ein offensichtliches Megawunder vor sich hatten und sagen das auch. Wir können das nicht leugnen und trotzdem fangen die nicht an, sich für den Namen Jesus zu interessieren. War denen völlig egal. Und ich denke, wir sollten uns danach sehnen, dass Gott wirken darf bei uns in der Gemeinde. Aber wenn wir damit die Hoffnung verbinden, dass sich dann unsere Familienmitglieder bekehren, dann denke ich, müssten wir da einen Gang zurückschrauben. Weil es kann durchaus sein, dass die das größte Wunder anfangen, einfach wegzurationalisieren. Und das Gleiche ist auch in der Gemeinde. Wenn der Heilige Geist anfängt, in einer Gemeinde zu wirken, da sollte man ja eigentlich meinen, dass dann alle Gemeindeglieder wunderbar begeistert sind. Es gibt viel mehr Beispiele davon, dass das dann auch zu Gemeindespaltungen führen kann. Weil die einen völlig begeistert sind über das, was der Geist Gottes da tut, auch wenn es vielleicht erstmal ungewöhnlich wirkt. Die anderen sagen, das kann doch gar nicht sein und wehren sich dagegen. Richtiger Umgang mit Heilungen und Wundern, ungewöhnlicher Titel. Ist mir aber wirklich so aufs Herz gelegt worden von dem Text jetzt her, weil wir werden in der Apostelgeschichte noch viel über Wunder lesen. Und ich hoffe auch bei euch, die Sehnsucht damit wecken zu können. Bei mir wird es geweckt, aber wir brauchen da nicht blauäugig mit umzugehen. Die Bibel gibt uns wie Richtlinien auch im Umgang damit. Und 5 habe ich versucht, euch heute zu zeigen. Ich habe die hier nochmal aufgeschrieben. Ich denke, darüber habe ich vor 2 Wochen gepredigt. Die Bibel sagt, dass Gott heute auch noch Wunder tut. Und ich finde es extrem schade, dass viele Christen, so spüre ich das raus, eigentlich aufgehört haben, damit zu rechnen in ihrem Alltag. Also, lasst uns da wieder neu glauben, dass Gott es kann. Ja. Wenn es dann aber wirklich um die Gaben geht, da habe ich ja viel heute darüber gesprochen, wenn Gott einem Christen, vielleicht auch bei uns in der Gemeinde, Gabe der Wunderkräfte oder Gaben der Heilung gibt, dann muss uns schon auch klar sein, dass das dann kein Glücksspiel ist. Wenn Gott jemandem die Kraft, von ihm Kraft gibt, dann funktioniert das auch. Ja, weil Gott ein Stück von seiner Macht diesem Menschen gibt, das ist dann kein Glücksspiel. Und ich habe wirklich sehr häufig erlebt, dass wir mit unseren Obdachlosen, mit unseren Drogensüchtigen zur Heilung gegangen sind, die toll gepredigt haben, aber unsere Leute sind genauso krank und genauso verzweifelt nach dem Gebet wieder rausgegangen. Da habe ich dann meine Zweifel, ihr Lieben, dass da wirklich die Macht Gottes durch diesen Menschen am Wirken war. Ja, weil ich glaube, jemand, der die Gabe der Heilung hat, der sollte auch wissen, wann Gott nicht heilen möchte und wann das Gebet nicht dran ist. Denkt an den Jeremia. Denn die anderen Punkte, Heilung und Wunde, das ist wichtig, dürfen nicht zum Menschenkult führen. Desto mehr Gott tut, desto demütiger sollten wir werden und uns fragen, wieso gebraucht er mich denn jetzt gerade? Das ist eigentlich die richtige Haltung. Und dann dieser andere Punkt, wenn Gott wirkt, dann wird es durch den Heiligen Geist bestätigt. Und dann könnt ihr das spüren, wenn ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist. Das ist wichtig. Und ich zumindest entdecke bei mir eine große Freiheit über theologische Andersdenken hinwegzusehen.
wenn ich das Gefühl habe, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, Gott gebraucht mein Gegenüber durch den gleichen Geist, der auch in mir wirkt. Und dann dieser letzte Punkt, Wunder alleine führen niemanden zu Jesus. Das heißt, wir dürfen uns danach sehnen, aber wir dürfen nicht erwarten, dass dadurch dann alles gelöst wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich, dass ihr da wart und jetzt geht's weiter. Amen.